Willkommen zu einem Aktionär-TV-Experten-Interview. Die Biotech- und Pharmabranche steht jetzt bei uns im Fokus. Mein Gast dazu, Marion Schlegel. Hallo. Hallo, Marco. Wir starten mit Sarepta heute in die Sendung, denn da gab es in dieser Woche schlechte Neuigkeit, eine böse Überraschung. Was ist da genau los? Genau. In letzter Zeit hatten wir eigentlich eher immer gute Werte, sag ich mal, dabei im Biotech-Wert. Wobei, es heißt jetzt nicht, dass Sarepta ein schlechter Wert ist. Aber du hast schon angesprochen, es ging tatsächlich deutlich nach unten bei der Aktie. Wenn wir es uns jetzt hier anschauen, seit Juli hat die Aktie mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt. Allein gestern ging es nochmal über 15% nach unten. Und der Grund war, es stand ein Zulassungsentscheid in den USA an zu Golodirsen. Und da hat die FDA, die amerikanische Zulassungsbehörde, kein Okay gegeben. Der Grund sind Sicherheitsbedenken bei dem Ganzen. Aber es ist ein bisschen ungewöhnlich so insgesamt, weil eigentlich waren die Voraussetzungen ganz gut. Man hat vorher Priority Review den Status verliehen. Und wenn man die Daten genauer anschaut, dann sind die Sicherheitsbedenken jetzt nicht bei den jüngsten Studien am Menschen, sondern gehen weiter zurück auf die präklinischen Studien am Tier. Und ja, die waren ja eigentlich auch schon vorher, sagen wir mal, zumindest bekannt gewesen. Und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Sarepta wird jetzt mit der FDA sich nochmal zusammensetzen und das Ganze nochmal besprechen. Aber ja, die Ablehnung ist jetzt erstmal da und die Aktie nach unten gerauscht. Aber es gibt zumindest Hoffnung, schließe ich da jetzt aus, dass man sich vielleicht doch nochmal das Ganze nochmal anschaut und vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommt? Also es wird auf jeden Fall lange dauern, sage ich mal. Es wird jetzt nicht sein, dass man jetzt morgen sagt, ach naja, wir haben uns geirrt so ungefähr, es wird zugelassen. Also das ganz sicher nicht. Abgeschrieben ist das Ganze aber auf lange Sicht sicherlich auch nicht. Der Vorteil bei Sarepta ist im Vergleich natürlich zu vielen ganz kleinen Biotech-Werten, dass man durchaus noch mehr in der Pipeline hat. Und dementsprechend ist jetzt die Aktie, ich sage mal, auch nur dadurch jetzt 15% nach unten gegangen. Und die Hoffnung ist ja jetzt letztendlich auch noch da. Wir vom Aktionär erwarten uns von Sarepta langfristig tatsächlich noch einiges Positives. Im Gentherapiebereich hat man dadurch wirklich gute Ansätze, muss man sagen. Wir würden jetzt die Aktie vorerst mal auf die Watchlist setzen, bis sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Aber abschreiben wird man die Aktie auf gar keinen Fall. Dann machen wir weiter mit Evotec und da sehen wir leider eine ähnliche Entwicklung, zumindest ganz am Ende auf deiner Seite. Da ging es auch deutlich nach unten. Man ist, glaube ich, sogar schwächster Wert im MDAX auf Monatssicht und so. Warum hier der extreme Rücksetzer? Genau, also wir haben hier wirklich einen massiven Einbruch gesehen jetzt bei Evotec und im Gegensatz zu Sarepta gab es eigentlich da jetzt nicht wirklich negative News, kann man sagen. Im Gegenteil eigentlich sogar positive, die Prognose wurde so ein bisschen angehoben. Hier wurde allerdings vom Markt noch ein bisschen mehr erwartet. Das war so ein bisschen so der Auslöser, dass die Aktie nach unten ging. Dann kam es dazu, dass der Gesamtmarkt natürlich schlecht war. Und das haben dann wieder mal Leerverkäufer ausgenutzt bei Evotec. Die sieht man des Öfteren bei Evotec am Markt. Und wenn natürlich so eine Konstellation da zusammenkommt, dann haben die natürlich leichtes Spiel, sage ich mal, die Aktie dann auch weiter nach unten zu drücken. Allein ein neuer Leerverkäufer ist Anfang August dazugekommen. Die haben ihre Position den letzten Tag nochmal verdoppelt und da sieht man schon, was da für ein Druck jetzt dann auf die Aktie drauf kam. Wir haben so eine ähnliche Bewegung auch im vergangenen Jahr im September schon mal gesehen gehabt, da waren auch die Leerverkäufe extrem stark am Werk und man muss sagen, wenn man es jetzt prozentual vergleicht, sind wir jetzt auch bei einer ähnlichen Korrektur wie damals. Also wenn man es genau übertragen würde, wäre so ein Restrisiko im Bereich, wenn man es direkt 1:1 übertragen würde, bis 17,50 in dem Bereich, aber wir haben wirklich jetzt hier ein sehr attraktives Niveau jetzt mit erreicht. Das heißt, Schnäppchenjäger können eigentlich schon wieder einsteigen und auf steigende Kurse hoffen. Ja, man muss auch sagen, auch der Vorstandsvorsitzende Werner Lahnthaler hat jetzt zuletzt zugegriffen. Also auch er sieht es durchaus als Einstiegsniveau. Der hat seine eigene Position deutlich aufgestockt. Und auch wir vom Aktionär sehen langfristig hier also wirklich extrem gute Kurse. Man muss aber natürlich auch sehen, auch wenn man es jetzt im Vergleich zu damals sieht, es wird weiter, also bei Evotec eigentlich immer volatil weitergehen. Aber wir sehen auch damals, es war eine super Einstiegsgelegenheit. Und das sehen wir auch hier jetzt langfristig, dass es eindeutig eine langfristig hervorragende Anstiegsgelegenheit ist. Zuletzt wollen wir noch auf Morphosis blicken. Der Abschied vom jetzt noch Chef Moroni, der rückt immer näher. Ich glaube, 1. September kommt dann der Nachfolger. Vor welchen Herausforderungen steht denn der? Wie gut hat der jetzige Chef das Unternehmen quasi hinterlassen? Also da muss man sagen, da hat er sehr gute Arbeit geleistet. Also da kann er wirklich zufrieden sein, dass er in so gute Fußstapfen treten kann.
Und wir sehen es ja auch, die Aktie ist zuletzt, also eigentlich auch gegen den Markttrend, viele Aktien sind ja wirklich deutlich, haben deutlich korrigiert. Morphosis ist deutlich nach oben und ist jetzt nahe dran, jetzt auch hier nach oben auszubrechen erneut. Und ja, bei Morphosis war es so, die ist wirklich lange Zeit, hat lange Zeit konsolidiert, ist die Jahre davor extrem gut gelaufen. Und jetzt scheint tatsächlich wirklich der Knoten geplatzt zu sein, dass man nach oben rausgeht. Zuletzt gab es auch wirklich einige gute News bei Morphosis, die das Ganze auch unterstreichen, zum Moor 208. Und da steht ja jetzt, also gab es ja in der EU die guten News, und da steht ja jetzt auch der Zulassungsantrag in diesem Jahr noch in den USA bevor. Einige Analysten haben sich auch positiv geäußert, die jetzt deutlich mehr erwarten von dem Ganzen, und ja, dementsprechend gut steht die Aktie jetzt auch da. Würdest du dann zum Kauf raten? Die HSBC beispielsweise, ich habe nachgeguckt, sagt Reduce aktuell. Was sagst du? Sie haben aber zumindest, sie sind ja Dauerpessimisten, muss man sagen. Sie haben aber ihr Kursziel deutlich angehoben. Das ist ja eigentlich schon mal ein positives Zeichen, muss man sagen. Und auch andere Analysten sind sogar von Verkaufen auf Outperform quasi, haben hochgestuft, erwarten da richtig viel. Und wir zählen ganz klar zu den Optimisten bei Morphosis. Wir erwarten uns da noch einiges. Und wenn tatsächlich die Zulassung kommen sollte, das wäre ja auch wiederum nur ein erster Schritt, was dann noch alles zu erwarten ist in Zukunft bei Morphosis, dann denken wir, wird es noch weiter nach oben gehen. Und der aktuelle Kurs sehen wir durchaus als weiter als Einstiegsgelegenheit. Okay, dann Dankeschön, Marion. Gerne. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.